Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein ziemlich fettes Aufgebraucht-Video für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe mir das Ganze schon mal ein bisschen von Kopf bis Fuß vorsortiert und ich habe mir einen Kaffee geholt. Den habe ich hier stehen, den werde ich jetzt ab und an schlürfen. Ich habe mir was zu trinken geholt, damit ich dieses Video wirklich in eins durchdrehen kann. Und wir starten einfach mal. Kopf bedeutet bei mir tatsächlich, also es sind Produkte, muss ich vorab sagen, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen wichtig. Produkte, die vor mir stehen, sind nicht jetzt alle am 1. Mai angefangen und Ende Mai aufgebraucht worden, sondern es sind Produkte, die teilweise schon Monate, Wochen, Ewigkeiten bei mir im Schminkschrank stehen oder irgendwo im Einsatz sind und die halt einfach jetzt leer geworden sind innerhalb des Monats Mai. Und deswegen, ja, habe ich die in meine Aufgebrauchkiste gepackt. Da habe ich hier immer eine, die habe ich mir immer von Amazon bestellt. Die steht hier immer rechts unter dem Sideboard gedönsen und dann schmeiße ich das da immer rein und Ende des Monats oder jetzt ist es ja schon der 23. Mai, wo ich drehe, nehme ich dann einmal die ganzen Sachen aus der Kiste, breite das vor mir aus, packe das nach Kategorien sortiert hier hin und dann fange ich einfach an zu erzählen. Heute bin ich ungeschminkt, weil ich mir gedacht habe, ich drehe das Video an einem Sonntag, ihr guckt das Video an einem Sonntag, Sofasonntag ist angesagt. Es ist 17.18 Uhr und ich habe mich um 2 Uhr auf die Couch gelegt und um 16:45 hat mein Freund mich geweckt. Ja, ich hatte quasi am 22. Mai Geburtstag, ich war ein bisschen müde und ich brauchte meinen Schlaf. Wahnsinn, okay. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem ersten Produkt. Das ist hier von The Ordinary. Das Multipeptid-Serum for Hair Density. Das ist so eine Ampullenflasche. Die hatte ich mal gratis mit dabei, als ich was bei Purish bestellt habe. Denn es ist nicht nur so, dass ich bei Purish die Kooperation habe und ab und an Produkte zugeschickt bekomme und die euch dann auch vorstelle, sondern ich bestelle mir auch selber Produkte dort. Und da hatte ich dann dieses Goodie mit in meiner Bestellung mit dabei und hatte eigentlich ganz große Hoffnung, dass dieses Produkt mir dabei hilft, so ein bisschen meine Stellen am Hinterkopf so zu behandeln. Weil da habe ich so trockene Stellen, schuppige Stellen. Das hört sich eklig an, aber das Leben als solches ist eines der härtesten. Und ja, es hat mir aber leider nicht wirklich dabei geholfen. Ich habe mir das wirklich eine komplette Pipettenmenge abends nach der Haarwäsche auf die Kopfhaut gegeben. Und es hat die Kopfhaut beruhigt, also es hat gemacht, dass die Entzündung nicht schlimmer geworden ist und dass das halt nicht gejuckt hat, ne? Also es war schon pflegend, aber es hat die ganze Geschichte nicht vermindert oder verhindert. Ist jetzt aufgebraucht und ja, ich fand das von der Anwendung her in Ordnung. Es war jetzt nicht irgendwie nachfettend oder sowas. Es ist halt hier so, ne, wie gesagt, eine Pipette und jetzt ist es leer. Ich würde es mir aber nicht nachkaufen. Ich habe neben mir zwei Mülleimer stehen. Einmal ist es hier ein Mülleimer, den ich verwende für Glasmüll, weil ich sehr viele Glasprodukte habe. Und in die Kiste packe ich die Sachen zurück, die in den Plastikmüll kommen und dann mache ich nachher das Thumbnail, was ich eben vergessen habe. Ein weiteres Produkt, was ich für die Haare verwendet hatte, hatte ich entweder in einer Vegan Beauty Basket drin oder ich hatte es drin in einem Adventskalender oder in einer so natürlich, ich habe keine Ahnung, wo ich das hier habe. Von Apeiron oder in der Apothekenbox, keine Ahnung. Keshava Vital Shampoo Milde Pflege und Regeneration. Das hat gestunken. Also das war vom Duft her echt nicht angenehm. Sehr kräuterig und sehr, sehr natürlich. Also für meine Verhältnisse hat es gestunken, ne? Aber es war sehr pflegend. Und ich verwende solche kleinen Shampoos immer dienstags und freitags, wenn ich mir auch eine Haarkur mache. Ansonsten verwende ich meistens ein großes Shampoo oder ein festes Shampoo an den anderen 5 Tagen in der Woche. Damit meine Haare halt so ein bisschen Abwechslung bekommen, ne? Was Haarshampoo und sowas angeht. Weil Haare gewöhnen sich schnell an Haarshampoos. Und immer wenn ich das halt mache, dass ich das abwechsle, habe ich wirklich schönere Haare. Das glänzt mir und sieht irgendwie nicer aus. Deswegen habe ich mir das so angewöhnt. Das ist ein Produkt, das vegan ist. Würde ich mir aber so wahrscheinlich auch nicht unbedingt nachkaufen, weil ich den Duft doch sehr, sehr unangenehm fand. Aber die Pflegewirkung hat mir gefallen. Ich hatte irgendwie so einen kleinen Spleen, dass ich sehr viele grüne Produkte unter meiner Dusche stehen haben wollte. Das werden wir gleich auch bei den Körperprodukten sehen. Manchmal habe ich das, dass ich sage, ich möchte mir nur grüne Verpackungen irgendwie dahinstellen oder nur gelbe, nur weiße Verpackungen, damit das irgendwie nicer aussieht. Ist hohl, ist aber irgendwie so manchmal meine Denke. Von Botanicals Fresh Care hatte ich auch mal in der Box mit drin. Mit Ingwer und Koriander ein stärkendes Shampoo. Das fand ich toll.
auch da war der Duft anfangs, dass ich dachte, puh, hier ist aber ein Kräutergarten unterwegs. Und wenn mein Freund auch mit im Badezimmer war und ich das verwendet habe, hat er auch gesagt, hoho, was ist denn hier los? Es war aber toll und ich habe das sehr gerne leer gemacht. Das ist mit einem Pumpspender. Ich hatte in der Zeit, wo ich dieses Shampoo verwendet habe, das sehen wir gleich auch nochmal beim Conditioner, sehr viele Produkte unter der Dusche stehen, wo ich einfach immer nur so drauf pumpen musste. Und dann kam halt das Produkt raus. Das habe ich super krass gefeiert. Und ich würde es begrüßen, wenn mehrere Hersteller das auch so machen würden. Ich habe schon drüber nachgedacht, mir halt extra solche Pumpflaschen zu kaufen. Aber dafür mag ich lieber dann doch wirklich sehen, welches Produkt ich unter der Dusche habe. Egal, auf jeden Fall war das wirklich toll. Das hat meine Haare richtig geil gepflegt. Und das wäre auch ein Produkt, was ich mir nachkaufen würde. Auch wenn der Duft nicht so hundertprozentig meine Welt war. Aber es hat mir gefallen. Also wirklich gefallen. Ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl, vegan. Also Silikone wollen meine Haare eigentlich immer ganz gerne. Ne? Also dann werden die halt wirklich glänzender und weicher, weil ich habe eigentlich glatte Haare. Ich hatte eben Bommel drin, deswegen ist hier so eine Welle mit dabei. Aber hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Also Zukunfts-Claudi, falls du irgendwann mal keine Shampoos mehr in dein Backup haben solltest, das kannst du nachkaufen. Genauso wie diesen Conditioner von Jean & Len ohne Gedöns, das ist ja die Marke, das ist der Conditioner Detox. Den fand ich auch klasse, auch hier wieder eine Pumpflasche, was ich echt cool fand. Und ja, der hat meine Haare auch schön gemacht. Das war eine relativ feste Konsistenz, ist aber, also ich habe die Flasche nicht ausgespült und da ist noch ein ganz kleines bisschen drin, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Das finde ich total spektakulär, wie gut dieser Pumper auch war. Also der war klasse. Der hat mir gefallen. Vor allem in der Kombination mit dem Shampoo, was ich euch eben gezeigt habe. 1A. Und dann noch die Haarkur dazu. Das war ein Traum. Auch die von Jean & Len Haarkur Detox. Die mochte ich auch richtig gerne. Und die ist mit Black Tea und Mate Duft. Ja gut, davon habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel wahrgenommen. Aber auch die richtig gut. Und das war so ein tolles Trio, was ich echt gerne angewendet habe und was ich euch empfehlen möchte, weil das echt klasse war. Voll krass. Also hat meine Haare geschmeidig, glänzend, toll gemacht. Ich brauchte eigentlich so keine Sprühkur für meine Haare, um sie durchzukämmen, weil die so schon glatt und getrennt genug waren. Ne? Und ich habe ja, wie man sieht, lange, dünne, feine Haare, aber das war 1A. Dann habe ich hier noch ein Shampoo leer gemacht von Valea, also auch wieder in dieser Dienstags- und Freitagsgeschichte. Wintershampoo, it's a magical time. Für wintergestresstes Haar, trockene Kopfhaut. Ja, ne, das fand ich okay, würde ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Ist vom Duft so ähnlich wie diese Winterhaarkur, die es manchmal dann ja auch in diesen Pöttchen gibt. Den Duft mag ich sehr gerne, aber es hat mich jetzt nicht so von den Socken gehauen. Es hat schon gepflegt, hatte eine angenehme Wirkung, aber war jetzt, ich habe Duftherzchen habe ich mir drauf gemacht, genau. Muss man mal dran riechen kommen. Ja, das hat irgendwie was ganz Sauberes, Florales, Pudriges. Würde ich das jetzt so beschreiben. Also ich mochte das vom Duft her sehr gerne, aber das ist jetzt für mich kein absolutes Nachkaufprodukt, weil ich denke einfach, in so einer kleinen Größe und nicht jeden Tag angewendet, kann ich sowas nehmen. Ansonsten vertrage ich persönlich nicht so gut die Balea-Shampoos. Ich habe keine Ahnung warum. Dann habe ich hier eine Spülung leer gemacht, die habe ich gestern leer gemacht und die fand ich geil. Von Hask hatte ich auch in einem Adventskalender mit dabei. Argan Oil from Morocco, das ja, macht einfach das die Haare toll, also das repariert die Haare und verbessert die Haarstruktur und so weiter. Kann ich unterschreiben, hat mir Spaß gemacht. Ne, das fand ich echt gut. Also ihr seht hier das Ergebnis von gestern, nee, von heute Morgen. Ich habe heute Morgen damit geduscht. Wunderschön. Gefällt mir. So, dann habe ich noch drei Invisibobbles leer gemacht. Ich weiß nicht warum, ich hatte das jetzt so in letzter Zeit öfters, dass die mir gerissen sind. Auch die original Invisibobbles fand ich echt schade. Und dass die halt so krass ausgeleiert sind. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Sonst habe ich das halt öfters, dass wenn ich einen Invisibobble nehme und das so ein bisschen, hier habe ich ja meins liegen, was ich eben rausgemacht habe. Ne? Wenn das so ist, dann mache ich das in heißes Wasser, in kaltes Wasser, in heißes Wasser, in kaltes Wasser. Dann dehnt sich das aus und zieht sich das zusammen, sodass es dann auf fast wieder die Originalgröße zusammengeht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob die zu lange schon bei mir sind und das Plastik nicht mehr so gerne möchte. Ich weiß es wirklich nicht, aber in letzter Zeit reißen die recht häufig bei mir. Oder ich bin zu ruppig mittlerweile gefroren. Kann auch sein. So, erste Kategorie ist somit erfüllt. Ich möchte euch daran erinnern, dass wir jetzt alle eine kleine Kaffeepause einlegen und ihr gegebenenfalls euch einen Snack esst oder sowas, weil das Video wird wahrscheinlich mal wieder ein bisschen länger. Das ist ein aufgebraucht Video, ne? Ich habe mich im Mai, April, Mai so ein bisschen, ja, es war vor allem im Mai, sehr darauf berufen, dass ich Ampullen mache. Und ich habe hier neben mir, ich weiß nicht,
15, 20 Ampullen stehen, die ich leer gemacht habe. Und da gehe ich jetzt auch sehr intensiv drauf ein. Ich habe hier von Dalton einige leer gemacht und da habe ich zuallererst die Sleeping Beauty. Das ist einmal diese hier. Die könnt ihr bei Dalton halt entsprechend im Online-Shop kaufen. Ich habe auch jetzt von heute bis zum 6.6. einen 20% Rabattcode. Das ist Beauty Cloudy. Es ist ein Affiliate-Code, das heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran. Habe jetzt aber ab heute diesen Code, den ich mit euch teilen darf, was ich richtig geil finde. Und ja. Genau, das wollte ich vorab sagen, weil es kommen einige Dalton-Produkte, die auch wirklich sehr empfehlenswert sind. Und auch einige Ampullen. Also, ich habe herausgefunden, dass ich Ampullen gerne verwende, wenn ich es schnell mag. Ampullen verwende ich dann gerne abends, nachdem ich meinen Toner aufgetragen habe, also nach dem Duschen Toner auftragen. Dann kommt die Ampulle aufs Gesicht und dann wechsle ich quasi meine Körperpflegeprodukte und die Schritte immer ab mit meinen Gesichtspflegeschritten, ne? Sodass ich dann immer, keine Ahnung, so ein paar Minuten das ganze Kram immer einziehen lassen konnte. Ich habe auch wirklich eine komplette Ampulle pro Anwendung verwendet und meine Haut trinkt sowas, weil ich halt eine sehr trockene Haut habe. Diese hier ist eine sehr leichte Ampulle und sie spendet Feuchtigkeit, halt perfekt, wenn man ja einfach sehr schnell alles haben möchte. Deswegen, die fand ich auch ganz cool, die hat mir gut gefallen. Als nächstes, ich habe nicht nur Dalton-Ampullen gemacht, sondern auch weitere, die ich hier hatte, habe ich von Dr. Grandel die Winter Wellness gemacht. Muss aufpassen, dass ich hier gleich meine Finger nicht abpiekse. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn ich euch das so in die Kamera halte. Ne? Das ist halt so eine blaue Geschichte hier drin gewesen und das ist eine Serum-to-Oil-Geschichte, also Serum. Es fühlt sich an wie ein Serum auf dem Gesicht, dann wird es sehr ölig. Das heißt, sehr feuchtigkeitsspendend und eher weniger geeignet für ölige Haut, sehr geeignet für trockene Haut, wie ich die habe. Ne? Deswegen, also da war richtig viel drin. Also hier haben wir pro Ampulle irgendwie 3 Milliliter oder so. Ja, das ist echt viel für eine Ampulle. Aber meine Haut hat es halt getrunken und dementsprechend hat es ihr gut gefallen. Dann habe ich wieder von Dalton hier welche gemacht. Und zwar ist das die Multitasking-Ampulle. Ich zeige euch das lieber so, weil ansonsten habe ich gleich zerschnittene Finger, wie sonst was. Die ist fein und rein. Nein, sie macht die Haut fein und rein. Also, dass du quasi so einen, ja nicht Blurring-Effekt hast, dafür haben wir gleich eine andere. Aber sie macht eine verfeinerte Hautstruktur und es fühlt sich reinigend an. Also du hast nachher auch wirklich so ein richtiges frische Gefühl auf dem Gesicht, was ich schön finde. Und das ist halt auch eine Ampulle, die könnte man theoretisch als Primer-Ersatz verwenden, weil, Entschuldigung, meine Schulter juckt, eine Multitasking-Ampulle, ne? Es gibt bei Dalton auch die Möglichkeit, dass du dir so Ampullen-Sets kaufen kannst. Da sind verschiedene Ampullen wirklich in einem Gedöns drin. Und dann kannst du dich komplett auch durchprobieren, so wie ich das diesen Monat auch gemacht habe. Hier habe ich jetzt eine weitere Ampulle. Und zwar ist das die Extreme Lift Ampulle. Da habe ich mir aber einiges drauf geschrieben. Vor allem habe ich mir, hier habe ich mir drauf geschrieben, Stinky Cotton. Also es riecht ein bisschen wie muffige Baumwolle quasi. Und ja, dann habe ich auch drauf geschrieben, Water to Soft Oil. Also dass du quasi eine sehr wässrige Konsistenz hast, die du auf dein Gesicht gibst. Und dann massierst du das ein. Dann wird das ganz, ganz leicht ölig. Genau. Jo, aber auch die fand ich gut. Stinky Cotton fand ich jetzt. Danke, Vergangenheit, Claudi. Da hast du mir gerade ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, ne? Dann habe ich hier von Douglas Ampullen gemacht. Die waren im Adventskalender drin. Das hier ist die Aqua Focus Variante. Die kann man, ich weiß nicht, ob man die noch kaufen kann im Douglas Online Shop. Das ist halt so eine blaue. Und die ist dezent feucht. Ich fand die jetzt nicht überragend. Ich bin auch nicht so der Ultra-Fan von den Douglas-Ampullen, weil ich finde, die, da sind übrigens 1,5 Milliliter drin, das heißt, in Dr. Grandel-Viechern ist doppelt so viel drin wie normalerweise. Ich finde die jetzt nicht so super pflegend wie andere Marken halt bei den Ampullen. Selbstverständlich musste auch eine Barbour-Ampulle dran glauben und da habe ich die Stress Control genommen, das ist diese hier und die ist so ein bisschen seifig. Also wenn ich die aufgetragen habe, hat das auch wirklich leicht geschäumt auf dem Gesicht, hat auch seifig gerochen und hat das Gesicht ein bisschen abmattiert. Das fand ich auch ganz interessant und das soll halt davor schützen hier mit diesen Umwelteinflüssen, bla, Stress oder wenn du halt Stress allgemein im Alltag hast, was mir sehr gut getan hat, weil ich habe sehr viel Stress gehabt, ja, dass das Ganze nicht im Gesicht sichtbar ist. Meine Herren, und hier habe ich jetzt 5-mal huch, von Dalton die No-Filter-Ampulle leer gemacht. Also 5-mal. So.
Da. Das ist diese silberne. Und die gibt halt so einen richtigen Blurring-Effekt auf das Gesicht, ne? Also habe ich mir ja auch auf mehrfach von auf mehr, mehrere von denen hier draufgeschrieben, dass es das Gesicht wirklich blurrt, also weich zeichnet. Finde ich auch super schön. Da war ein Haar von Sammy dran. Herzlichen Glückwunsch. Er wollte auch mit dabei sein. Heute nicht zu Hause. Ist mit Härchen unterwegs. Die holen einen Anhänger ab. Genau. Bei meinem Freund irgendwas abholen. Egal, keine Ahnung. Eigentlich haben wir einen eigenen Anhänger, der ist aber aktuell bei meinem Papa. Weil Papa und mein Freund haben sich zusammen einen Anhänger gekauft, aber mein Papa macht aktuell seine Terrasse neu, braucht ihn deswegen. Deswegen ist mein Freund jetzt zu seiner Mama gefahren, die gar nicht so weit von hier entfernt wohnt, und holt da einen Anhänger ab. Ne? Was eine Story. Okay, ja. Fünfmal leer gemacht, fünfmal Freude gehabt, fand ich richtig klasse. Blurrt das Gesicht. Von Dalton ist das hier meine absolute überhaupt nicht Liebhaber-Ampulle. Und zwar ist das die Hashtag OhMyBlush-Ampulle. Die ist mir zu heiß. Also die wird halt wirklich heiß auf dem Gesicht. Ist nicht für sensible Haut geeignet, denn ich habe ja nicht nur trockene Haut, sondern auch noch sensible Haut. Und ja, die ist nichts für mich. Ne? Die macht natürlich, die fördert die Durchblutung, die macht, dass du wirklich so ne, gesund aussiehst im Gesicht, aber das ist mir zu krass gewesen. Das ist wieder eine Art Mutprobe für Häutchen mit sensibler Haut, also wie mich, dieses Produkt zu verwenden. Nee. Dann habe ich hier eine Ampulle verwendet von Barbour, und zwar ist das die Hydra Plus. Das ist so eine der klassischen, die wir auch ab und an mal so in Boxen drin hatten, in der Glossy Box und so weiter. Und das ist eine nass feuchte Ampulle. Ja, die gibt halt einfach Feuchtigkeit, ne? Also, ja. Sehr viel nass. Okay, ist wohl scheinbar nicht so gut eingezogen. Kann ich mich auch so gerade nicht so hundertprozentig dran erinnern. Dann habe ich hier von Douglas nochmal zweimal die Clear Focus Ampulle leer gemacht. Da. Die schaut so aus. Da habe ich mir einfach mal Nö drauf geschrieben. Ich habe einfach keinen Effekt bemerkt, ne? Also ich habe durch die Masken und auch durch hormonelle Geschichten im Kinnbereich hier immer gerne so Unreinheiten. Und da freue ich mich, wenn ich dann irgendwelche Produkte habe, die dann auch wirklich meine Unreinheiten bekämpfen. Das hier hat es nicht geschafft. Also nein. Dann habe ich gleich, oh je, achtmal von M. Asam diese Resveratrol-Geschichte leer gemacht. Oh je, ja, das kriege ich nicht so nice präsentiert. Achtmal. Die hatten wir auch schon in Boxen so mit drin. Und dann waren da auch so 14-Tage-Kuren und da habe ich halt 8 drin gemacht. Die hat mir gut gefallen. Die glättet und beruhigt. Die Haut habe ich mir drauf geschrieben. Und ja, dieses Serum, was da drin ist, finde ich so interessant. Das sieht halt ähnlich aus, also auch so Bernsteinfarben, wie die Verpackung von dem Glas. Das ist echt spektakulär, Leute. Und also mir hat es gefallen. Kann ich empfehlen. Und da könnt ihr auch gerne mal bei M. Asam vorbeischauen. Ne? Eine empfehlenswerte Geschichte. Und 8 Abende hat mich diese Geschichte glücklich gemacht. Ne? Ja, ich habe aber auch Masken verwendet. Man sollte meinen, wenn man so viele Ampullen verwendet, dass man keine Masken verwendet. Nein. Oh mein Gott, okay. Als allererstes habe ich hier eine Tubenmaske leer gemacht, und zwar von Anani. Ziemlich hochpreisiges Produkt, die Purgatio Detox Maske. Die war geil, die war richtig geil. Die hat die Haut auch schön irgendwie, ja nicht, ich weiß nicht, so gefühlt geklärt. Das war halt, ich habe die so drauf gemacht, also ich habe die tatsächlich auf Gesicht, Hals und Dekolleté drauf gemacht. Man sah echt witzig aus. Das ist mit rotem Lehm. Und dieses rote Lehmgedönsen trocknet halt. Und immer wenn du so Unreinheiten hast und Pickel, ne, dann werden die weiß. Das sieht aus, vor allem in den Momenten, wo ich ja wirklich so streuselkuchenmäßig diese Ausbrüche hatte. Ich habe mich kaputt gelacht. Aber so bringt es ein bisschen Humor in den Alltag rein. Und das fand ich gut. Würde ich mir aber aufgrund des Preises eher weniger nachkaufen. Aber ich fand es witzig. Die habe ich hier, Dann habe ich hier von Naobei diese Maske leer gemacht. Das ist diese Recovery Mask mit Reis, Tigernüssen und organischen Ölen. Ich weiß nicht, was Tigernuts sind, keine Ahnung. Das ist eine cremige Geschichte, eine Crememaske, die du halt nachher, also die trocknet nicht wirklich. Das ist wie eine dicke Schicht Creme, die du dir aufgibst. Und die habe ich meistens so sonntags verwendet, wenn ich, keine Ahnung, einfach das Wochenende. Manchmal power ich das Wochenende durch, dass ich dann viel putze oder oben am Renovieren bin oder viel aufräume, Möbel durch die Gegend schiebe und so ein Kram. Und dann habe ich mir gedacht, gut, Claudi, für die nächste Woche möchtest du fresh sein. Also haust du dir eine schöne Recovery Mask drauf. Und ja, die hat meine Haut halt auch echt beruhigt und hat mir gut getan. Also ich fand die klasse. Die hat schön gepflegt. Dann
habe ich hier jetzt noch natürlich einige Tuchmasken. Wie sollte es auch anders sein? Aber hey, der Stapel ist dünner, als er mal war. Aber wahrscheinlich wird sich das jetzt im nächsten Monat ändern, weil ich habe jetzt so in den letzten Wochen vermehrt die Ampullen verwendet und jetzt wollte ich vermehrt meine Tuchmasken aufbrauchen. Genau, dann fangen wir mal mit der hier an. Die Beauty Pro Rose Infused Sheet Mask mit Rose, Kamille und Seegras. Die soll beruhigen und hydratisieren. Und von wem habe ich die gekriegt? Von Vanni, glaube ich, oder? Habe ich mir gar nicht drauf geschrieben. Angenehm beruhigend mit Rosenduft. Duftende... Nein. Hä? Perfekte Passform. Achso, duftende Passform vor allem, ne? Ja, ne? Hat mir scheinbar gut gefallen. Und würde ich mir nachkaufen. Und dann habe ich hier von Kina Cosmetics Hydrating Manuka Honey Face Mask. Die habe ich schon ein paar Mal verwendet. Die hatte mir die liebe Sandra nämlich mal geschenkt. Und die ist nass, hat Feuchtigkeit gegeben und war sehr beruhigend. Die hat mir auch ganz gut gefallen. Die würde ich mir auch nachkaufen. Ich glaube, die gibt es im Action. Und das hat mir, also diese Honigmasken ist sowieso voll mein Ding. Dann habe ich hier von der lieben Alina Jasmin, haben wir ein Tauschpaket gemacht. Und da habe ich ruckizuck schon das ein oder andere aufgebraucht. BeCare Hyaluron-Tuchmaske für alle Hauttypen. Das ist diese hier. Das hat ein sehr dickes Vlies, was ich von der Passform her echt blöd fand. Aber ganz tolle Feuchtigkeit, Glättung. Glättung ist bestimmt da. Das sieht meiner Meinung nach, siehst du das nicht direkt, wenn du in den Spiegel guckst. Ne? Aber ich bilde mir ein, dass wenn ich langfristig solche Anti-Aging-Masken verwende, dass der Hautalterungsprozess ein bisschen verlangsamt wird. Ne? Aber Feuchtigkeit spenden, das fand ich toll. Die ist klasse, die habe ich von Marion gekriegt und da habe ich zum Geburtstag auch tatsächlich noch eine zweite gekriegt. Das hat mich voll gefreut. Das ist Rapunzel. Princess Facial Sheet Mask. Die soll mit Tee, Baumöl die Haut auch entsprechend reinigen. Ist das nicht wunderschön, Rapunzel? Ich mag sie. Okay. Sehr reinigend, angenehmes Gefühl und ohne Brennen. Ohne Brennen finde ich immer wichtig, weil Teebaumöl an sich brennt auf der Haut. Aber da war das sehr angenehm. Und du hast halt wirklich solche Blumis auf dem Gesicht gehabt. Ich weiß noch, als ich die gemacht habe, hatte ich die dann nachts, also nachts nicht vor allem, ne? Abends drauf, während ich mich dann so eingecremt habe, mein Körper und so. Und dann ist mein Freund kurz ins Bad gekommen, weil er gucken wollte, wie weit ich bin. Und musste so lachen, weil ich echt schlimm aussah. Und die Maske hatte einen ganz merkwürdigen Sitz. Ne? Das sah echt witzig aus. Also er hat sich kaputt gelacht und er hat es aus der Ferne nicht als Blümchen wahrgenommen, sondern als würde meine Haut sich in Fetzen lösen. Ganz egal. Wir hatten Spaß. Isana Tuchmaske, Maske Rosenliebe, intensive Feuchtigkeit, belebter Teint mit Pfingstrose und Hyaluron. Sowas mag ich ja. Die habe ich von der lieben Vanni geschenkt gekriegt. Da hat sie mir mal so ein mega cooles Rosenpaket geschenkt. Die ist hauchdünn, super nass und richtig geil, habe ich mir hier drauf geschrieben. Die ist toll. Ist eine limitierte Edition. Ich gucke mal, ob ich die noch kriegen kann. Dann könnte ich mir vorstellen, die nachzukaufen, obwohl ich so viele da habe. Aber die ist so geil gewesen, ne? Weil die so ganz dünn war. So wie Reispapier auf der Haut. Echt geil. Augenpads habe ich auch mal leer gemacht. Die hatte ich mal in einem Adventskalender oder so drin. Normalerweise verwende ich keine Augenmasken in diesen Einmalviechern. Ich habe ja meine Pöttchen, wo 60 Stück drin sind, also für 30 Anwendungen. Das hier war jetzt von Refecto Ziel, die Eye Care Pads. Intensive Feuchtigkeit erfrischend, unterstützt die Hautglättung. Und die sollte irgendwie mit Vitamin E und Hyaluron sein. Ja, würde ich mir im Leben nicht kaufen, weil nicht nur Verpackungsgedöns, sondern ich glaube, die sind auch ziemlich teuer. Die verwendest du eigentlich, wenn du zum Beispiel deine Wimpern gerade färbst oder so, ne, was ich ja nicht mache. Ich habe hier die Mascara, die ich euch voll empfehlen kann. Die kommt wahrscheinlich nächstes Mal ins Aufgebraucht. Catrice Glam & Doll Lash Colorist, die ist geil, weil die halt auch wirklich die Wimpern so ein bisschen einfärbt. Also man sieht jetzt ja, dass ich schon so ein bisschen sichtbare Wimpern habe. Ich habe ansonsten nämlich blonde Wimpern, die man gar nicht sieht. Und so sieht man wenigstens ein bisschen. Ne? Also die färbt, wenn man die jeden Tag verwendet, ganz leicht und natürlich die Wimpern ein. So, auf jeden Fall fand ich die Pads an sich gut. Ne? Das Vlies war so ein Gel-Vlies-Pad. Also du hast auf der einen Seite so ein Vlies-Gedönsen gehabt und auf der Rückseite, was du auf deine Augen gelegt hast, so ein richtig haftendes Gel-Pad. Das fand ich richtig geil und das hat auch was Tolles gemacht auf meiner Haut, aber ich würde mir das, wie gesagt, aus genannten Gründen nicht nachkaufen. An und für sich aber ein tolles Produkt. Also wenn ich das nochmal irgendwo mit bei habe, würde ich es verwenden und auch gerne verwenden. Von Champs, das ist wohl ein neues Produkt, Hydration und Glow Tuchmaske, Feuchtigkeitsdepot, sofort mehr Ausstrahlung, habe ich von der lieben Marion geschenkt gekriegt und die fand ich auch toll, sehr angenehm, dünn, nebelfeucht, aber passend. Gute Passform, Feuchtigkeit und Glow. Also sie hat genau das gemacht, was sie sollte. Ich fand sie schön, mir hat sie gefallen, ich kann sie empfehlen.
von Balea, die Tagträumer-Tuchmaske, auch das eine limitierte Edition mit verzaubertem Traumduft. Ich konnte das erst überhaupt nicht definieren, was dieser Traumduft bedeuten soll. Den habe ich hier hinten mal gelesen, hat Marion mir übrigens geschenkt und habe es dann auch wirklich als süße Kirsche für mich identifiziert. Wenn du weißt, dass es süße Kirsche sein soll, dann riechst du es auch. Es beruhigt die Haut, auch wenn die Maske zu klein ist. Also manchmal sind solche Masken, ich habe kein kleines Gesicht, ne? Also wenn man mal so eine Tuch... Ich habe kein kleines Gesicht. Haltet mal so ein Sachet neben euer Gesicht, dann könnt ihr vergleichen, wie groß mein Gesicht ist. Ich habe schon eine Rübe, aber Leute, ne, es ist normal. Jeder hat irgendwie eine andere Gesichtsform. Nicht jede Maske kann super passen. Ja, aber fand ich okay. Dann habe ich hier aus der Elektra Beauty Box von Technik die Rejuvenating Probiotic Sheet Mask. Und die ist mit Kupfer drin. Die hat mir echt gut gefallen. Die beruhigt und spendet etwas Feuchtigkeit, hat ein ganz tolles Vlies. Was habe ich hier drauf geschrieben? Dünn oder gün? Ich weiß es selber nicht, aber scheinbar war das Vlies dünn. Ja, und Kupfer ist ja auch so ein bisschen hautberuhigend und so weiter. Und jetzt kommen wir natürlich zu den eskalativen Produkten. Ne? Die sind ein bisschen teurer. Das ist von Dalton die Hydrolift Biozellulose Maske. Und die ist einfach so, 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 so geil. Ich habe da 2 Stück von leer gemacht. Ich habe auch noch ein paar im Backup. Die sind einfach herrlich. Die schmiegen sich toll an das Gesicht an. Die beruhigen die Haut, geben gleichzeitig Feuchtigkeit. Du siehst nachher echt toll aus. Und wenn man sich ein-, zweimal im Monat sowas mal gönnt, dann ist es okay. Mir haben sie richtig gut gefallen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die auch irgendwo in der Box mit drin habe, weil die ja zum Beispiel auch mit der Glossybox zusammenarbeiten. Ich freue mich, wenn ich das in PR bekomme. Ich würde aber auch, wenn ich nichts mehr zu Hause hätte, mir die selber nachkaufen. Ich glaube, 12,50 Euro kostet ein so ein Ding. Ganz schön teuer, aber ihr könnt ein bisschen was sparen mit meinem Code, ne? BeautyClaudi 20% immerhin. Ja, aber ich fand sie gut. Müssen dann 5 Euro sein, glaube ich, ne? Ja, nice, wirklich nice. Ja, und das ist halt dadurch, dass du diese Dalton-Meereskosmetik-Geschichte hast. Wir kommen alle aus dem Meer, das Leben kommt aus dem Meer. Deswegen ist diese ganze maritime Kosmetik von Dalton für mich halt auch so passend, weil ich eben sehr sensible Haut habe. Und deswegen liebe ich die Kooperation, die wir zusammen haben und bedanke mich auch von Herzen. Es ist eine ganz geile Kooperation, wirklich. Mein Kaffee wird immer kälter, Leute. Ich muss mehr Kaffee trinken. Jetzt kommen wir zum Bereich der Gesichtspflege. Da fange ich erstmal mit den Augen an. Da habe ich hier von Good Molecules auch mal im PR zugeschickt bekommen. Yerba Mate Wake Up Eye Gel bekommt ihr bei Beautylish. Bei Beautylish kann man ohne Probleme einkaufen, weil die Zollgebühren und so weiter direkt auch im Warenkorb berechnet werden. Das heißt, da kommt nicht irgendwie noch on top Zollgebühren hinzu. Man kann es sich ungefähr so berechnen, kopfmäßig. Die Preise sind alle in Dollar angegeben. Der Dollar, also ein Dollar ist weniger wert als ein Euro, aber wenn man halt diese ganzen Gebühren berechnet, ist es im Prinzip 1:1, also ne, so grob, wenn man das mal berechnet. Man kann das halt, wie gesagt, bei Beautylish bestellen, da kostet das irgendwie 6 Dollar irgendwas, glaube ich. Kann ich wirklich empfehlen. Also das habe ich morgens verwendet, das hat mir auch wirklich so einen schönen Wake-up-Effekt verpasst. War so ein Gel halt, wie es halt auch draufsteht, was so gelblich eingefärbt war. Und das hat meine untere Augenpartie halt schön aufgefrischt und so ein bisschen diesen Schlaf-Mäh gefühlt auch direkt am Morgen runtergenommen. Das hat mir gut gefallen, das fand ich klasse. Kann ich empfehlen. Und dann habe ich noch ein weiteres Augenprodukt leer gemacht. Da habe ich anfangs ein bisschen Probleme gehabt. Das hatten wir, glaube ich, in der Luxury-Box mit drin. Das ist die Eyeless Rich Cream von Beauty Hills. Super, super teuer. So ein UFO. Ja, ich glaube, auch so 50 Euro oder sowas hat das gekostet. Anfangs, als ich das die ersten 2 Male verwendet habe, hat es ein bisschen gebrannt unter den Augen. Da habe ich gedacht, nicht, dass das nichts wird hier mit uns beiden. Aber mit der Zeit haben meine Augen sich schön dran gewöhnt. Ich habe es dann abends verwendet. Und das hat meine Augenpartie auch schön gemacht. Also es hat auch wirklich einen spürbaren Effekt dann ganz offensichtlich am Anfang gegeben, dass meine Augen sich erstmal daran gewöhnen mussten. Ich weiß nicht, was da alle für krasse Inhaltsstoffe drin sind. Pflegecreme für die Augenpartie, hier waren 15 ml drin. Das Pöttchen ist auch nur 3 Monate haltbar, deswegen habe ich das auch zügig aufgebraucht. Ja, fand ich jetzt nicht deutlich besser oder bedeutend besser als andere Augencremes, die ich verwende, die günstiger sind. Ich denke ja immer wieder an meine Klinik All About Eyes und vergleiche damit ungefähr alles. Ich glaube, wenn ich die Wahl hätte zwischen dem hier und der Klinik All About Eyes, würde ich die All About Eyes wählen. Wenn ich jetzt an das Wake Up
Yerba Mate Wake Up Eye Gel von Beauty Mates denke, vielleicht sogar zu dem von Beauty Mates tendieren, weil super günstig eigentlich, ne, in Relation. Aber gut, ja, war ein Produkt, was ich fancy fand und was ich aufgebraucht habe. Dann habe ich etwas zur Gesichtsreinigung aufgebraucht. Es war ein Schaum von My Little Beauty Cloud and Proud Mousse, luftiges Reinigungsmousse fürs Gesicht. Das war in einer My Little Box mit drin. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das fand ich vom Duft her nicht so schön. Ich habe das direkt verwendet nach meinem Yepuda The Calm Balm und ich habe so viel vermisst. Ja, das fand ich nicht so toll. Den Duft fand ich nicht schön. Ich fand den Schaum auch nicht fluffig genug. Ich fand diese Reinigungswirkung auch nicht so schön. Und deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen oder so. Fand ich nicht besonders. Ja, das Produkt habe ich mir zum Aufbrauchen geteilt mit meiner Tollpatschigkeit. Und zwar von Beauty Mates AHA Glow Booster für ein strahlendes, verbessertes Hautbild. Ist noch in der alten Verpackung. Ich habe jetzt schon das in der neuen Verpackung in Anwendung. Und das seht ihr auch gerade strahlen in meinem Gesicht. Claudis Welt 30 müsste übrigens auch aktuell sein, aktuell gültig sein, also mein Rabattcode, weil ich habe am 27. glaube ich auch ein Schminkvideo hochgeladen und da ist der Code wieder aktiviert worden, ne? Auf jeden Fall wollte ich das halt aufmachen und verwenden und man sieht auch die Patzer hier an der Seite. Ich habe es so, also die Hälfte habe ich im Badezimmer leider verteilt, ja. Das war ein bisschen ärgerlich, war ein bisschen doof, aber wenn man mit so einer Tollpatschigkeit zu tun hat wie ich, dann ist das manchmal gegeben und hier habe ich irgendwas von einer Kerze. Na gut, ist halt hier so ein Hochpumpvieh gewesen. Mittlerweile sind das halt so ganz normale Draufdrückspender. Genau, die ich einfach bevorzuge. Und mittlerweile tatsächlich optisch fand ich das hier ehrlich gesagt schöner. Ja, aber gutes Produkt, kann ich empfehlen. Hat tolle Inhaltsstoffe, hat eine tolle Wirkung auf dem Gesicht. Und ja, habe ich mir einfach gewünscht mit meiner Tagescreme. Erzähle ich euch immer wieder. Ihr kennt den Kram und den Deckel muss ich mir zur Seite stellen. Das ist nämlich Restmüll. Wobei, hier habe ich einen Restmüll. Das da rein. So, Dalton. Ja, da habe ich einen Lichtschutzfaktor fürs Gesicht leer gemacht, den ich euch auch immer wieder empfohlen habe, wenn ihr mich gefragt habt, Claudi, kennst du einen Lichtschutzfaktor fürs Gesicht, der nicht weiß wird und der trotzdem toll ist? Ja, das ist der von Dalton. Lichtschutzfaktor 50+, mit UVA und UVB. Schutz, Sun Care, Prevent, Control und tatütata, was ist los? Habt ihr das auch, wenn euer Partner, eure Partnerin oder ein Familienangehöriger von euch irgendwo in der Nähe unterwegs ist und ihr hört tatütata, dass ihr nervös werdet? Ich mache mir da immer Sorgen. Ich mache jetzt erstmal weiter. Nein, ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Das Schicksal würde mich nicht so ärgern wollen. Okay, also, Lichtschutzfaktor fürs Gesicht fand ich richtig klasse. Habe ich so als letzten Hautpflegestep immer drüber gegeben, nachdem ich meine komplette Tagespflege genommen habe. Dann kam das drüber und alles war fein. Mit den meisten Foundations, die ich habe, hat das auch super funktioniert. Aber nicht mit allen. Also bei manchen, zum Beispiel bei der Naturkosmetikgeschichte, Alterra war das, glaube ich, da hatte ich echt Probleme, da hat sich das Ganze abgerollt, wobei sich das auch ohne dieses Produkt darunter abgerollt hat. Ich weiß es nicht, ne? Aber es hat nicht mit allen funktioniert, da bin ich einfach mal jetzt ehrlich. Aber da muss man einfach mal schauen. Ich habe jetzt aktuell in Anwendung von Maybelline die Dream Satin Liquid, damit funktionierte das super. Mit der The Ordinary hat das super funktioniert, mit der Fenty hat das super funktioniert. Also, ne, das kann ich jetzt einfach mal so als kurz Zwischeninfo geben, weil das ist halt auch immer eine Sache, wenn ihr Lichtschutzfaktor fürs Gesicht nehmt, dass ihr das nicht nur tatsächlich auch eine ganze Weile einwirken lassen solltet, sprich so eine halbe Stunde sollte man eigentlich die Gesichtspflege dann einwirken lassen, bevor man weitermacht mit dem Make-up, sondern dass es halt auch möglich sein kann, dass das Gesicht dann nicht so wirklich damit funktioniert, wenn ihr dann eine Foundation auftragt. Einfach ausprobieren und ja. Ich kann es aber auf jeden Fall empfehlen, weil das ganz, ganz, ganz toll und angenehm war, weil es einfach nicht geweißelt hat und das ist selten. Dann habe ich hier ein Serum aufgebraucht und das ist von Dalton im Adventskalender gewesen, den ich freundlicherweise auch zugeschickt bekommen habe. Sea Skin Essential Activator, das ist ein Serum und das war einfach, was steht da drauf? Meeresstammzellsystem. Okay, super, super, super teures Serum, aber richtig geil. Oh mein Gott. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, das sind auch, glaube ich, nur 30 Milliliter drin. Ist aber eine Oschi-Verpackung. Wunderschön, hat toll gepflegt, mochte meine Haut gerne und ja, kann ich empfehlen, tatsächlich. Dann
trinke ich mir erstmal einen Schluck Kaffee und dann machen wir mit Make-up weiter, würde ich sagen. Wir sind ja noch beim Gesicht. Genau. Ein Primer habe ich aufgebraucht, den ich echt toll fand. Der Catrice Sensational Primer. Da sieht man nicht mehr so viel drauf, weil ich den wirklich runtergerockt habe. Der gibt halt wundervolle Geschichten auf dein Gesicht. Ich hoffe, dass es den noch gibt, irgendwie zu kaufen und dass sie nicht irgendwie auf die Idee kommen, den mal aus dem Sortiment zu nehmen. Weil der wirklich geil ist. Der gibt so einen zarten Glow auf das Gesicht, was du dann halt auch durch die Foundation so ein bisschen durchscheinen siehst. Der macht einen Lichtschutzfaktor gut, ja, nur von 15, aber besser als gar nichts. Der macht so eine ganz leichte Tönung, also den könnte man theoretisch auch ohne Foundation tragen. Der pflegt die Haut, also ich fand den extrem gut, weil der mit so gut wie jeder Foundation, die ich damit verwendet habe, funktioniert hat. Ja, ich kann den voll empfehlen. Der kommt jetzt in meine Kiste mit den aufgebrauchten Schminkprodukten, die dann am Ende des Jahres gezeigt wird. Einen Concealer habe ich leer gemacht, der aber gar nicht als ein Concealer irgendwo geführt wird. Also ich glaube, das ist als Highlighter irgendwo geführt. Den hatte ich in einem Adventskalender drin. Das ist von Yves Saint Laurent, der Touche Eclat Radiant Touch Concealer, sage ich jetzt mal. Den gibt es gar nicht in unterschiedlichen Farben, glaube ich. Ja, das ist eigentlich relativ uncool, weil ich mag das nicht, wenn da so ein Pinselchen oben dran ist, muss man hinten drücken, dann kommt Produkt und dann macht man sich das dann unter die Augen, ne, und Nase und tüdelü. Ich mochte den sehr, sehr gerne. Der hat eine extrem leichte Deckkraft. Ne? Also das mag... Doch, Farbe 2 ist das. Gibt scheinbar doch unterschiedliche Farben. Naja, auf jeden Fall ganz leichte Deckkraft, aber optimal bei mir geeignet für den Alltag. Ja, würde ich mir den nachkaufen? Vielleicht. Ich hadere noch mit mir selbst, weil der doch gar nicht mal so günstig ist. So, dann habe ich einen Eyeliner leer gemacht und Leute, der hat ewig gehalten, der hat Monate gehalten, obwohl es nicht mal die Originalgröße ist. Ich habe euch den in meinen Jahresfavoriten von 2020 gezeigt, ich habe euch den in meinen Quartalsfavoriten gezeigt. Jetzt ist er leider leer, das ist der Black Magic Liquid Eyeliner and White Lash, keine Ahnung. Der ist auch geil, der hat nämlich so ein Pinselbürstchen vorne dran. Mittlerweile ist er mir sogar ein bisschen ausgelaufen. Ich weiß nicht, fliegt der jetzt auseinander? Nee. Okay, er fliegt nicht auseinander. Ganz, ganz feine Pinselährchen vorne dran, so Synthetik-Pinselchen, keine Ahnung. Extrem geil. Also damit konnte ich sehr präzise malen. Es hat sich in der ganzen Zeit nicht verbogen, ist nicht ausgefranst. Er ist halt jetzt nur nach einem halben Jahr gefühlt mal ausgelaufen. Vollkommen in Ordnung. Den würde ich mir nachkaufen. Also der Black Magic, ne? Da gibt es auch unterschiedliche. Den Eye Duo Liquid Liner, das ist noch ein anderer mit einem Schwämmchen oder so. Den eher weniger, aber den Black Magic... voll empfehlenswert. Das soll oder ist ja quasi auch ein Dupe zu dem KVD Vegan Beauty oder Kat Von D ist das ja noch original, der Tattoo Liner. Den hatte ich auch mal in einer My Little Box drin gehabt, glaube ich. Der ist mir so dermaßen schnell ausgetrocknet, das fand ich super schade. Und ja, der ist genauso, auch vom Pinselchen vorne, also auch genauso fein, auch eine Pinselspitze dran und so, ne? Also das sind Härchen richtig, aber der ist mir ziemlich schnell ausgetrocknet und das fand ich traurig, weil der Ayeko, der ist eskaliert wie sonst was und das hier ist ja quasi das Original oder der bekannteste, sag ich mal, Eyeliner, den man so auf dem Markt hat. Ja, würde ich jetzt aber so nicht nachkaufen, eben weil mich das jetzt echt enttäuscht hat. Ich hatte den, glaube ich, schon mal da fand ich den eigentlich ganz gut. Aber jetzt gerade, also das fand ich blöd. Mascaren habe ich auch aufgebraucht und da habe ich hier von, die ist so geil, von L'Oreal, die Air Volume Mega Lash Mascara. So oft, wenn ich sie drauf hatte, habt ihr mich gefragt, boah, Claudia, was für eine Mascara hast du drauf? Und es war so oft die hier. Die ist nämlich so geil. Anfangs musste ich ein bisschen mit der strugglen, weil da viel zu viel Produkt immer vorne dran war. Und die hat so ein fettes Bürstchen. Und das war halt immer zu viel Produkt, das musste ich mir anfangs immer auskämmen. Und da hatte ich ein Problem mit, boah, das war heftig. Aber von Zeit zu Zeit, wo ich sie benutzt habe, mittlerweile riecht sie auch ein bisschen streng, hat sie mir immer mehr gefallen. Und gerade so zum Ende hin war sie perfekt und dann war sie leer. Da ist aber auch richtig viel Produkt drin, also für eine Mascara ist da richtig viel Produkt drin. Steht das hier irgendwo drauf? Ich glaube irgendwas mit 10 Milliliter oder sowas war das. Weiß ich nicht, steht hier jetzt doch nicht mehr drauf. Das ist sehr abgegriffen hier, wie man sieht. Ne? Ja, aber das war eine sehr empfehlenswerte Mascara. Ich lege euch die volle Elle ans Herz. Geiles Teil, aber habt am Anfang einfach Geduld mit ihr, dann läuft das.
Dann habe ich noch eine weitere Mascara aufgebraucht und die hatte ich auch schon einmal aufgebraucht und fand sie da schon geil. Ich finde sie jetzt wieder geil von It Cosmetics, die Superhero Mascara. Heidenei ist das ein scharfes Teil. Habe ich im Alltag verwendet, also richtig Alltag, wenn ich ins Büro gefahren bin. Das war jetzt nur eine kleine Probiergröße. Die hat ein kegelförmiges Kunsthaarbürstchen und die trennt die Wimpern, die verlängert die Wimpern, die macht echt einen schönen Augenaufschlag. Die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und da kann es auch wirklich sein, dass ich mir die irgendwann mal in Originalgröße hole, weil das halt echt eine ist. Immer wenn ich die habe, finde ich die geil. Und jedes Mal freue ich mich darüber, ne? Deswegen könnte passieren. Dann habe ich noch eine Mascara aufgebraucht. Die habe ich aber, das ist keine Mascara, das ist die Mascara. Die habe ich aber tatsächlich als Base-Mascara verwendet. Zum Beispiel unter der Air Volume Mascara von L'Oreal. Oder zum Ausbürsten, weil sie selbst nicht den größten Effekt macht. Das ist von By Terry die Mascara Terribly und dafür, dass sie so sackenteuer ist, hat die ungefähr gar keinen Effekt. Und ich fand das einfach schade und wollte die nicht einfach so aussortieren, weil halt sackenteuer. Ne? Die war im Adventskalender, aber trotzdem sackenteuer. Auch der Adventskalender war sackenteuer. Die hat so ein Kunsthaarbürstchen auch, ne, wieder so kegelförmig und so. Aber man sieht es am Bürstchen selber auch, wie wenig Produkt da so dran ist und wie weiß ich nicht. Damit habe ich halt dann sehr oft einfach die Air Volume ausgebürstet. Das hat einfach gut funktioniert und deswegen habe ich sie dann auch irgendwann aufgebraucht. Ich habe sie dann auch teilweise als Base verwendet, also quasi als erste Schicht und darüber dann zum Beispiel die von It Cosmetics gegeben oder so, wenn ich mir einfach eine andere Mascara von der Menge her sparen wollte. Genau. Aber seinen Preis einfach nicht wert. Ich habe ein weiteres Produkt, was ich eben auch in die Hand genommen habe, von By Terry aufgebraucht. Ich glaube, das ist Baume de Rose. Da steht es, Baume de Rose. Das ist einfach ein Lippenpflegestift / Lipgloss. Da habe ich auch den Stopper entfernt, um wirklich auch unten dran zu kommen, weil es war noch ein Drittel drin und ich kam nicht mehr tiefer rein. Und dann habe ich den Stopper entfernt und dann ging das ein bisschen besser. Das habe ich morgens verwendet. Ich mochte sehr gerne dieses abgeschreckte Füßchen. Das ist sehr schön gewesen, hat einen schönen Auftrag gemacht und ich habe da noch einen zweiten von und den werde ich auch aufbrauchen. Geiles Produkt, würde ich mir aber auch aufgrund des Preises nicht nachkaufen, ist aber empfehlenswert tatsächlich, weil das halt auch gepflegt hat. Ne? Jo, dann habe ich hier ein Primer leer gemacht von Fenty Beauty, ja gut, so ein Mini-Fee, Pro Filter Instant Retouch Primer. Ja, ne, wie gesagt, ist nur so eine kleine Mini-Probe gewesen. Auch das war wohl irgendwie mal als Probe mit dabei oder im Adventskalender oder so, keine Ahnung. Würde ich mir nicht nachkaufen, weil das ein eher mattierendes Produkt ist und ich persönlich mag es lieber, Feuchtigkeit zu bekommen und Glow zu haben. Und deswegen, ja, hat super funktioniert mit der neuen Fenty Foundation, das auf jeden Fall. Aber, weil die halt selber auch nochmal so einen Glow gegeben hat, aber irgendwie, mir hat da was gefehlt, ja. Ja, ja. Dann habe ich hier von Nutraskin, das hatte ich schon Ewigkeiten hier auf meinem Schminktisch stehen, das habe ich dann immer wieder zwischendurch verwendet, zum einen, um meinem Gesicht einfach zwischendurch Feuchtigkeit zu geben, zum anderen habe ich das verwendet, wenn ich meine cremigen Texturen aufgetragen habe, damit alles ein bisschen besser miteinander verschmilzt. Also als Setting Spray. Nicht als Fixierspray, weil dafür ist es einfach gänzlich ungeeignet. Das ist das irgendein Wasser, keine Ahnung, steht hier gar nicht drauf, das hatten wir mal in der Glossybox mit drin, habe ich jetzt aufgebraucht. Fand ich okay, ne? Also fand ich jetzt, ja, also ich verwende sowas ja wie ein MAC Fix Plus oder wie ein Balea Wasserspray oder kommen wir gleich zu von Essence auch so ein Wasser. Fand ich einfach okay. Ja, hat mich nicht vom Hocker gehauen, würde ich mir jetzt so nicht nachkaufen. Das hier ist ein bisschen traurig. Das ist von Essence My Power Is Air. Hydrate and Prime Mist. Das habe ich dann auch verwendet, damit sich die Texturen miteinander verschmelzen. Und hier drin haben wir ja so Rosenquarzsteinchen. Und ihr seht hier auch noch Flüssigkeit drin. Problem, ich kriege hier einfach nichts mehr raus. Der Sprühkopf ist kaputt. Und zweites Problem. Nee. Okay, nee, alles gut. Ich krieg's doch auf. Da muss ich mal zusehen, dass ich das... Oh, kriege ich da einen anderen... Ich habe das nämlich die ganze Zeit nicht aufgekriegt. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Finde ich gerade aufregend. Das werde ich mir jetzt umfüllen, damit ich halt zum einen diese Steinchen irgendwo noch mit reinkriege und zum anderen halt das, was da noch drin ist. Deswegen stelle ich mir das zur Seite. Ich gucke mal, wo ich das noch reinfüllen kann. Das ist geil, weil ich habe hier zum Beispiel von Grace and Stella eins. Das werde ich dann wahrscheinlich aufbrauchen und dann kann ich das da reinfüllen. Geilomat. Am liebsten hätte ich natürlich so eine große, vielleicht nehme ich dann das von Love, muss ich mal gucken. Das feiere ich gerade, Leute. Manchmal hat man sowas, ne? Manchmal hat man einfach Glück.
freut mich wirklich voll. Dann habe ich eine BB-Cream leer gemacht und zwar von Super Plus, dem Blemish Balm Original BB, von Skin 79, Entschuldigung. Das ist die pinke Variante gewesen. Eigentlich war das Produkt schon abgelaufen, als ich angefangen habe, das zu benutzen. Das war nämlich abgelaufen 2021-04, also 10.04.2021, ne? Also geht vollkommen klar. Mein Gesicht ist nicht abgefallen, es sah sogar sehr, sehr gut aus. Ich fand nur, dass es so einen leichten Grauschleier hatte. Und ich glaube, das hat das Produkt an sich so per se schon gehabt. Ich musste ein bisschen aufpassen, weil das eine sehr schwimmende Geschichte gefühlt auf dem Gesicht war. Das heißt, ich musste das schon ordentlich setten. Ansonsten hatte ich irgendwie das Gefühl, wenn ich nur mit dem Finger da dran gehe, dass dann auf einmal mein ganzes Gesicht runterrutscht, ne? Also wie ein rohes Ei. Aber nee, das war schon cool. Das ist Anti-Wrinkle und Whitening. Gut, keine Ahnung, Whitening, ne? Also ich habe jetzt so keine... Ich bin nicht noch heller geworden. Ich glaube, viel heller geht es ja auch fast nicht mehr. Anti-Falten. Ja, es hatte schon eine Pflegewirkung mit dabei. Das hat man gemerkt. Und Lichtschutzfaktor 30, das fand ich auch ganz gut. Ne? Also das ist ein Produkt, das wurde mir von euch empfohlen. Das habe ich nachgekauft in so einem Dreierpack. Und das fand ich gut. So. Dann habe ich zum Setten ein Puder verwendet und zwar von H&M das Puder Translucent High Definition Invisible Loose Powder. Ne? Ja, das habe ich mal für mein Full Face H&M bestellt. Das ist einfach ein weißes, loses Puder. Fand ich gut. Ja, also ne, habe ich aufgebraucht. Ganz offensichtlich fand ich das gut. Ich finde sowas schöner, wenn du halt so ein Netz oder sowas drin hast. Ich habe hier mir dann irgendwann den Stopper entfernt, der da drauf war, weil ich das Produkt nicht mehr rausgekriegt habe. Es war halt auch nicht fein genug, aber naja, ich habe es halt aufgebraucht. War okay, ne? Definitiv. Würde ich mir aber so jetzt nicht nachkaufen. Ein Lippenpflegeprodukt habe ich aufgebraucht von Catrice Clean ID, den Lip Balm. Der hat 98% natürliche Inhaltsstoffe. Shea Butter, Kakao Butter und Macadamia Öl. Den habe ich mir schon vor Ewigkeiten mal geholt, als Catrice mit Clean ID überhaupt auf den Markt kam. Und der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Habe ich abends verwendet. Ich muss halt nur dazu sagen, man merkt halt wirklich, dass er sehr, sehr natürlich ist. Das heißt, du hast nicht diesen extrem pflegenden Fettfilm auf den Lippen, kann man das so sagen. Ich glaube, ja, der ist auch vegan, weil dieser extrem pflegende Fettfilm kommt ja meistens daher, dass dann da irgendwelche wahrscheinlich tierischen Fette mit drin sind. Die hasse ich halt nicht drin. Und naja, ja, der ist jetzt auf jeden Fall leer. Hat mir aber ganz gut gefallen. Also, ne, meine Lippen waren morgens immer schön gepflegt, wenn ich den abends verwendet habe. Dann habe ich aufgebraucht eine Foundation-Probe. Das habe ich mit euch zusammen gemacht. Von Samt der Naturkosmetik in der Farbe 03. die Softcare Foundation. Und die hat Hyaluronsäure mit dabei. Die ist vegan. Die war mir viel zu dunkel. Aber die war okay. Ne? Also ich habe ernsthaft drüber nachgedacht, mir die gegebenenfalls nochmal in der Farbe 01 oder 02 zu kaufen. Eher wahrscheinlich 01. Weil du kannst immer besser zu helle Foundations ausgleichen als zu dunkle Foundations. Weil die war schon sehr, sehr dunkel auf meinem Gesicht, ne? Ja, aber die fand ich von der, wie sie nachher aussah, eigentlich ganz gut, ne? Die ist ein bisschen auch hin und her gerutscht, aber trotzdem fand ich die irgendwie cool. Jo. Auch meine Make-up-Tools mussten sauber gemacht werden. Dafür habe ich Seifen verwendet, die ich dann umfunktioniert habe als Pinselseifen quasi. Da habe ich einmal von Föhm Alpine Cosmetics Melissa Anti-Aging. Also ich glaube, das ist eigentlich eher, ja, ist eine Naturseife. Die hätte man eigentlich eher so fürs Gesicht oder so nehmen sollen. Ich habe sie jetzt für meine Pinsel aktuell in Anwendung und die finde ich klasse. Also die schäumt schön, die macht meine Pinsel schön sauber. Da hast du keine Seifenrückstände dran und die finde ich also zum Pinselreinigen richtig gut. Alles andere kann ich nicht viel zu sagen, weil ich habe es selten für meine Hände verwendet, muss ich gestehen. Dann habe ich hier eine Schafmilchseife leer gemacht. Die hatte ich auch irgendwo mal mit dabei. Also ich habe halt hier nur noch diese Plastikverpackung von der. Die hat halt echt nach Schafmilchseife gerochen. Ne? Auch die Pinsel haben nachher danach gerochen. Trotzdem mochte ich die. Also die hat ganz gut Dienste gemacht. Das hier ist eine Seife. Ich glaube, von Badefee war die. Ne? Weil hier ist noch, da war so eine Blume reingesteckt. Die habe ich jetzt auch in einem Tütchen noch drin behalten. Die fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Das war so ein Herzchen. Und in der Mitte in der Vertiefung war diese Blume drin. Ne? Ja, die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Nee. Dann kommen wir jetzt zu den Händen. Genau, da habe ich ein bisschen Handcreme leer gemacht. Zum einen habe ich von The Body Shop Warm Vanilla Handcreme leer gemacht. Die hatte ich, glaube ich, selber in meinem The Body Shop Adventskalender drin. Und die roch echt angenehm nach Vanille. So richtig nach Keksback-Vanille. Wisst ihr, was ich meine? Halt nicht so nach Vanilleeis oder Vanillepudding. Nur doch vielleicht ein bisschen schon nach Vanillepudding. Aber vor allem nach Vanille
Kippfallen. So, und das war angenehm. Hat jetzt nicht so die ultimativ krasse Pflege gehabt, muss ich sagen. Also da hat eine andere, die gleich kommt, deutlich mehr Pflege gehabt. Aber die hat gut gerochen und die hat dann halt abends, wenn ich sie so drauf gemacht habe und dann so geschlafen habe, einen schönen Duft gegeben. Das mochte ich. Dann habe ich nämlich hier die von Camille, die habe ich von der lieben Michelle geschenkt gekriegt, die Hand- und Nagelcreme leer gemacht mit Bio-Kamille, beruhigende Pflege und Schutz für normale Haut. Die fand ich extrem pflegend und sehr, sehr schön. Einzig der Kamillenduft war nicht ganz so meine Welt. Das eine willste, das andere musste, ne? Genau, aber das war eine richtig schön pflegende Geschichte, hat mir gut gefallen. Vielen Dank, liebe Michelle, hast du mich mit glücklich gemacht. Dann habe ich noch ein bisschen was Dekoratives für die Hände leer gemacht. Zum einen mein Essie Topcoat Platinum Finish. Das ist ein richtig guter Topcoat für die Nägel, muss ich sagen. Kann ich euch voll ans Herz legen. Ich mache mir ja immer eine Schicht Basecoat, dann mache ich mir eine Farbe drauf und dann mache ich mir darüber einen Topcoat. Und ich sehe einfach, jetzt seitdem ich einen anderen Topcoat verwende, dass meine Maniküre nicht mehr so haltbar ist, wie sie zu dem Zeitpunkt war, als ich diesen Topcoat verwendet habe. Aber ich brauche natürlich erstmal das auf, was ich hier zu Hause habe, was Nagelpflege angeht. Und dann hole ich mir was Neues. Aber der hier war im Adventskalender drin und das wäre auch ein Produkt, den ich mir nachkaufen würde, weil der echt gut war. Dann habe ich noch ein paar Nagelsticker leer gemacht. Das hier ist einmal von Essence Wildflower Nail Stickers. Die sind relativ neu. Ich glaube, dieses Frühjahr sind die auch erst bei denen Sortiment gezogen. Die sehen richtig schön aus. Mochte ich gerne leiden. Sind ein bisschen schwieriger aufzutragen gewesen. Ich mache das ja immer mit einer Pinzette, ganz vorsichtig. Das heißt, wenn ich dann so diese längeren hatte, wie jetzt hier zum Beispiel diese Blumenketten, diesem Finger sieht man das auch so ein bisschen, habe ich das manchmal so auseinandergerissen, hatte ich ein bisschen Probleme, aber mit ein bisschen Feingefühl hat es funktioniert. Problem war, als ich mir das dann halt quasi auf meine Farbe drauf gemacht habe, draufgeklebt habe, leicht angedrückt und dann den Topcoat drüber gegeben habe, haben die sich nach oben gerollt. Ich habe noch ein paar da, ich muss es noch ein paar Mal ausprobieren. Aber das war nicht echt doof, weil es so abstand. Und ich kann es nicht haben, wenn die Nagelsticker abstehen. Ich habe ja runde Nägel, sehr runde Nägel. Und da passiert sowas halt schneller mal. Aber das fand ich schade, muss ich sagen. Leider. Dann habe ich noch aufgebraucht von Essence auch Bracelet Nail Stickers. Puh, das war auch wirklich so eine Friemelei. Da habe ich nur ein einziges Mal was für meine Hände halt für abgemacht. Und man sieht es auch schon, das ist alles ein bisschen... Oh, das war anstrengend. Das war anstrengend, das war so bröckelig. Das ist so kaputt gebrochen. Und dann habe ich angefangen, so ein Ding abzuziehen, ganz vorsichtig. Und dann war ich am letzten Ende und dann ist es durchgebrochen und ich habe mich nur aufgeregt. Also das war ganz, ganz nervig, als es auf dem Finger war. Und wenn ich das ganz hingekriegt habe, sah es wunderschön aus. Aber ich glaube, die waren schon ein bisschen alt. Ja, ich glaube schon. Naja, so viel zu Händen. Dann gehen wir gleich mal weiter zum Körper. Auch da bin ich irgendwie ziemlich so auf dem grünen Trip gewesen. Ich habe einiges von Rituals auch aufgebraucht. Zum einen The Ritual of Namaste Natural Skincare, a Natural Body Exfoliator mit AHA und Süßmandelöl, also quasi mit Fruchtsäure, ne? Ist es ja quasi. Ich finde diese Rituals Body Peelings schwierig. Denn die sind halt nicht so richtig miteinander verbunden. Also ich mag das gerne, zum Beispiel bei meinem Dove Body Peeling. Das ist halt so ein Creme-Peeling und da sind dann halt auch sehr gleichmäßig die Peeling-Partikel da drin. Ich muss dann nur durchgehen, kann es auf die Haut geben und alles läuft. Hier musste ich immer erst mit dem Finger ordentlich durchgehen, damit sich das Öl und diese groben Peeling-Partikel miteinander verbinden. Ich glaube, das waren Salz- oder Zuckerpeeling, das weiß ich gerade gar nicht, und musste das Ganze so durcheinander wühlen und dann konnte ich erst ein bisschen was davon nehmen und auf die Haut geben. Fand ich ein bisschen umständlich, muss ich gestehen. Auch wenn die Peeling-Wirkung an sich total schön war und die Haut auch dadurch schön gepflegt wurde, dass da ja Öl mit bei war. Ich würde es mir aber nicht nachkaufen. Ich mochte den Duft, ich mochte die Pflegewirkung, ich mochte aber die Anwendung überhaupt nicht. Leider. Dann habe ich ein weiteres Körperpeeling aufgebraucht. Das ist von Bahia. Das hatten wir in der Glossybox. Ich glaube, 12 Euro kostet dieses Pöttchen. Komme ich nicht drauf klar. Ja, Moana, Fleur de Thierry, Body Scrub mit Seesalz und Boritiöl. Musst du ein bisschen aufpassen wegen dem Salz. Wenn du dich vorher rasiert hast, dann brennt das wie Feuer, ne? Aufpassen, Leute. Hat für 3 Mal bei mir gereicht. Riecht so ein bisschen nach diesem Yves Rocher Monoir de Tahiti irgendwas.
hat so ein ja, ne, Sommerfeeling. Fand ich eigentlich ganz schön, hat eine schöne Peeling-Wirkung gegeben und die Haut auch schön gepflegt. Dennoch, wenn dieses kleine Pöttchen schon 12 Euro kostet, sprich 4 Euro pro Anwendung, sehe ich davon ab, mir das nachzukaufen aufgrund des Preises. Das ist ein bisschen hardcore. Nee. So, und dann habe ich natürlich meinen Körper auch ein bisschen gepflegt. Und da hatte ich hier von Nivea Body Soufflé Kirschblüte und Jojobaöl. Das fand ich auch schön. Also ich bin ja ein Fan von Kirschblüte, ne? Ich mag diesen Duft. Deswegen ist ja auch Ritual of Sakura mein Lieblingsritual, sagt man das so. Ich weiß es nicht. War toll. Oh, war richtig toll. Ja, war halt auch ein richtig schönes Soufflé. Hier im Deckel habe ich noch ein bisschen was drin. Man sieht, es ist halt auch so ein bisschen fester von der Konsistenz her. Aber auf der Haut, Leute. Oh, und es wird so schön samtig. Also das ist auch wirklich, ich glaube, das habe ich mir sogar selber gekauft. Und das würde ich mir auch nachkaufen. Oder es war im Nivea Adventskalender drin. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber es ist super toll. Und es hat diesen ja, Oil in Cream steht hier drauf. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass, also es zieht schön ein, ne? Es wird halt nicht ölig oder so. Es ist ganz, ganz angenehm. Zarter Kirschblütenduft und wertvolle Ölperlen. Gut, diese Perlen hätte ich jetzt nicht gebraucht. Stimmt, die waren da auch mit bei. Die sind dann halt aufgeplatzt, wenn man das so eingerieben hat, ne? Wie gesagt, hätte ich nicht gebraucht, aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie so eine Textursache gewesen für mich. Also hätte wirklich dieses Body Soufflé an sich gereicht und es war schön. Dann habe ich hier die heiß gehypte Balea Body Cream Copacabana leer gemacht. Die hatte ich mal von der lieben Nathalie in einem Tauschpaket. Und da hatte ich ihr witzigerweise ja auch genau die gleiche ins Tauschpaket gepackt. Die fand ich wider meiner Erwartungen. Ich dachte erst, ich würde den Duft nicht so geil feiern. Fand ich die richtig geil. Also die hat schön gepflegt. Ich mag normalerweise keine Balea Body Creams oder so, weil die bei mir extrem weißeln. Hat die hier nicht gemacht. Die ist schön eingezogen. Die hat einen tollen Duft gegeben. Auch das wieder so ein bisschen Urlaubsfeeling. Cupuaçu Butter und Acai-Öl waren dann die Komponenten. Ja, und ich fand den Duft sehr süß und sehr angenehm. Sehr keksig auch schon wieder fast. Aber sehr, 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 sehr schön. Also das fand ich toll. Ich mochte auch den Titel gerne. Finde ich von der Optik her so schön. Haben die natürlich gemopst von einem anderen Hersteller. Aber ich mochte das. Dann habe ich hier von Rituals unter der Dusche verwendet. The Ritual of the Ying. Da sind wir auch wieder bei diesen Pumpviechern. Und das ist das Sleep Peaceful Sleep Shower Oil mit Sacred Wood und Lavender. Ja, da ich abends dusche, macht das durchaus Sinn. Und ich mochte das sehr gerne. Es ist halt ein Öl. Ich bevorzuge unter der Dusche eher Duschgele oder Duschmilche oder Dusch irgendwas. Duschöl ist halt so, ja, schön, dass es da ist, aber es ist dann bei mir nicht so, dass es auf der Haut getackert bleibt, ne? Also bei dem Peeling war es tatsächlich so, dass die Pflegewirkung erhalten geblieben ist. Bei dem Duschöl eher weniger, ne? Also danach musste ich mich selbst auch nochmal eincremen. Ich mochte das aber ganz gerne. Mein Freund aber nicht. Der fand den Duft ganz abstoßend. Also wenn ich das unter der Dusche angewendet habe und er mit im Raum war, hat er auch gesagt, boah, was ist das denn? Und ich habe mir nur gedacht, ja, es ist mein eigener Me-Time-Moment, wo ich jetzt so ein bisschen Chili-Willi und er sagt, bäh. Ja, war ein bisschen ärgerlich, ne? Ja. Aber ja, ich fand es ganz nice, ich habe es gerne verwendet, aber mein Freund hat dann immer fluchtartig den Raum verlassen. Das hier habe ich also für die Beine, für die Schienbeine verwendet von Strivectin Anti-Wrinkle SD Advanced Intensive Moisturizing Concentrate ist für Falten und, nee, das habe ich für meine Stretchmarks, für meine Dehnungsfugen verwendet, für meine Schwangerschaftsstreifen, obwohl ich nie schwanger war. Ja, genau, an meinen Oberschenkelinseiten, deswegen streichle ich da gerade drüber. Ja, ne, war so ein kleines Pöttchen, hat nicht viel bewirkt bei mir. Ich glaube auch nicht, dass es überhaupt Produkte gibt, die da jetzt irgendwie groß was machen. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich da einfach kontinuierlich immer wieder eincreme, Feuchtigkeit spende und so weiter, damit das Ganze halt irgendwie gepflegt wird. Aber ja, ne, hat jetzt keine weltverbessernde Geschichte gemacht. Das habe ich aber auf den Schienbeinen verwendet. Von Embryolisse Lacre. Ja, eine Milchcreme für sensible Haut. Ist, glaube ich, auch eher fürs Gesicht gedacht gewesen. Ich fand das von der Konsistenz her sehr seidig. Also irgendwie so, manchmal hat man das ja, ne? Wenn du so Cremes hast und die sind so von der Oberfläche her auch schon so glatt. Und das war sehr seidig von der Oberfläche, keine Ahnung. Habe ich dann auf meine Schienbeine gegeben, hat die gut gepflegt, hat, also war sehr, sehr reichhaltig. Hat mir aber auch gut gefallen. Also das kann ich auch empfehlen. Dann habe ich geduscht.
ja, weiterhin. Ne? Also, wir haben ja schon ein Duschprodukt gehabt. Juicy Mango von Original Source, das Duschgel. Das fand ich jetzt nicht so eskalativ geil. Ne? Das war jetzt auch nur so eine Probegröße von 50 Millilitern. Hat meine Welt jetzt nicht verändert. Fand ich okay, würde ich mir aber nicht nachkaufen. Von Ritual of Ying habe ich noch weitere Produkte verwendet. Da hatten wir von Look Fantastic in diese Rituals Sondereditionsbox mal. Und da habe ich jetzt ordentlich, weil ich auf dem Grüntrip war, Produkte von verwendet. Das ist eine Körpercreme. Relax, Sacred Lotus und Jojoba war dieses Mal mit drin. Soll beruhigen und das hat es getan. Ich fand das ganz schön. Ich mochte den Duft. Ich fand die Pflegewirkung hier auch vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, der Duft war halt auch recht schön. Ja, es hat so was Waldiges. Ich mag das. Ja, voll mein Ding. Und ich mag auch gerne die Rituals Body Creams. Am liebsten in den Pöttchen, also in den Pottdingern, wo auch dieses Peeling drin war. Das finde ich immer ziemlich geil. Dann habe ich hier noch etwas leer gemacht von Ritual of Ying Calming Foaming Shower Gel, Sacred Lotus und Jojoba. Auch das mochte mein Freund nicht, aber das mochte er lieber als das Öl. Weil das hier ja nicht mit diesem Lavendelduft ist. Ich finde halt nur, dass diese 50 Milliliter immer gefühlt so schnell leer gehen. Ich habe mir aber mal bewusst gemacht, ich hatte jetzt ja auch dieses Duschgel von Original Source. Das ist ja auch relativ schnell leer gegangen. Ne? Es ist ja auch 50 Milliliter, natürlich geht das relativ schnell leer. So, hat dann eine Woche gereicht oder so. Fand ich okay. Ich finde, dass die mehr schäumen könnten. Das ist ja so ein Gel, was daraus kommt. Und in Kontakt mit Wasser schäumt es so ein bisschen auf. Ich mag da tatsächlich lieber von der Schaumwirkung zum Beispiel die Bilou-Produkte. Die haben schöneren Schaum. So, ja. Genau. Dann habe ich etwas von meiner Brüste aufgebraucht. Ne, das mache ich gleich zusammen mit den anderen beiden Produkten von der Marke. Eine Körpercreme habe ich hier noch von Monu Spa Rose and Lemon Enriched Body Cream. Das habe ich, oh je, auch mal geschenkt gekriegt. Ich habe es mir drauf geschrieben. Ich glaube von Vanni. Vanni, warst du das? Ich glaube schon. Rose und Limone. Rose liebe ich, Limone hasse ich. Auf dem Körper als Körperpflegegedönsen. Das hier hat die Gemüter einfach zusammengeführt und führte einem zu einem ist okay. Pflegewirkung mochte ich. Duft war schwierig. Wenn es mehr nach Rose gerochen hätte, wäre es schön gewesen. Aber dieses Limone mag ich einfach nicht so gerne. So, jetzt kommen wir zu den drei Juno & Me Produkten. Die habe ich mir ja selber gekauft, um sie einfach mal mit euch zusammen zu testen. Einmal habe ich den Bubi Lava leer gemacht. Ein Produkt, was ich sehr schön fand, was auch meine Brust, Hals und Dekolleté-Geschichte schön gepflegt hat. Da habe ich das nämlich immer aufgetragen. Kannst aber auch jedes andere Gesichtsserum oder so verwenden oder Gesichtsöl, ne? Muss jetzt nicht unbedingt das hier sein, es ist auch relativ hochpreisig, aber es war schön. Also ein Produkt, was ich gut fand, aber wo ich jetzt nicht unbedingt dem Hype hinterherlaufen würde und sagen würde, oh mein Gott, das muss man jetzt auf jeden Fall sich nachkaufen. Das hier ist ein Glasbehälter, die anderen Sachen sind aus Plastik, deswegen wird das separat entsorgt. Genau, Glow Below, das ist 2-in-1 Wash and Shave Gel. Ich muss wirklich gestehen, dass ich dadurch mich untenrum besser gefühlt habe. Und auch besser rasieren konnte und so. Ich verwende jetzt aktuell von Nivea die Intim-Waschlotion, die ich auch sehr gerne mag. Hiermit hat das Rasieren aber besser funktioniert. Ne? Ja, muss man halt selber für sich entscheiden. Ich denke, ich werde aber eher so bei Nivea oder so bleiben. Oder bei CD oder so. Das hier war auch eine witzige Geschichte, das Glow Below für die Mumu. Das hat man sich halt so nach dem Waschen, nach dem Rasieren und so weiter draufgegeben. Das ist halt ein Öl, da kannst du auch jedes andere Gesichtsöl für verwenden, mache ich aktuell auch, was in irgendeiner Art und Weise die Haut beruhigt. Was hier natürlich gut ist, ist es extra für die Mumu gemacht worden. Das heißt, auch was jetzt so diese ne, pH-Wert, bla, nein, du machst es ja nicht rein, aber ne, es ist einfach für untenrum gut gemacht. Es hat nicht gebrannt, es hat sich nicht komisch angefühlt. Du hast ein gutes Gefühl dadurch bekommen. Ich hatte deutlich weniger Probleme mit Rasurbrand, Rasurpickelchen oder sonst irgendwas. Das fand ich schon richtig geil. Also ich werde jetzt erstmal so ein paar Serien, Gesichtsserien von mir zweckentfremden und das für meine Mumu halt verwenden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mir das irgendwann nachkaufen kann, weil ich das wirklich gut fand. Also das hat unten, also es hat jetzt keinen Strahlglanz hinterlassen, sondern es hat es unten halt so schön gepflegt, dass ich keine Probleme so mit eingewachsenen Härchen und sowas hatte. Aber ich teste jetzt so ein bisschen, ob das nicht vielleicht auch durch den Gebrauch ganz normal von Gesichtsöl auch der Fall ist. Genau,
So ist das, Mann. Ich glaube, dass hier das Geheimnis auch ein Stück weit ist, dass du hier nicht wirklich einen Parfümstoff oder so mit dabei hast. Also einfach mal darauf achten, was man sich da unten so hinschmiert. Das untere Teil ist übrigens aus Glas. Ja, von Kopf bis Fuß habe ich gesagt. Also gehen wir jetzt noch zu den Füßen. Da habe ich in der Tau Asis Box etwas drin gehabt von mir, die Tau, die Tonka-Creme, die eigentlich eine beruhigende Pflege für Muskeln und Gelenke ist. Das habe ich eigentlich genommen, dass mein Freund mir damit zum Beispiel den Rücken eincremt, nachdem ich im Garten war. Da hat das aber gekrümmelt. Das hat mich geärgert. Und dann haben wir das zweckentfremdet, also wie es gut. Mein imaginärer Freund und ich quasi. Also ich habe gesagt, so, jetzt nehme ich das für die Füße. Dafür war das toll. Hat die Füße schön gepflegt und hat auch irgendwie so ein leicht kühlendes, leicht wärmendes Gefühl hinterlassen, je nachdem. Das war sehr interessant, aber schön. Habe ich nach dem Duschen einfach drauf gemacht. Jeden Abend werden meine Füße eingecremt. Und das hat ihm gefallen. Dieses Produkt habe ich ebenfalls zweckentfremdet. Ist eigentlich eine Handcreme. Habe ich für die Füße genommen von Mary Kay. Liebe Sophie, vielen, vielen Dank. Ich verlange reden und trinken ist so eine Sache. Entschuldigung, Claudi 5 übrigens, ne? Rabattcode für Waterdrop. Die liebe Sophie hat mir nämlich ein schönes Mary Kay Paket mal zugeschickt. Ich verlinke euch ihre Kontaktdaten unten in der Infobox. Schaut gerne bei ihr vorbei. Und da war halt Set in Hands diese klebende. Was ist los? Diese pflegende Creme. Nourishing Shea Cream. Pflegende Creme. Von Mary Kay mit dabei. Mensch, die habe ich halt für die Füße verwendet. Dafür war sie wunderbar. Sie war aber auch für die Hände wunderbar. Ne? Die stand bei mir am Waschtisch. Wenn ich dann ab und an mal meine Hände eingecremt habe am Waschtisch, war die auch toll, aber ich habe sie überwiegend für die Füße verwendet und das war eine Wohltat. Tatsächlich. Ja, jetzt habe ich tatsächlich Produkte, die im weitesten Sinne Beauty sind, um das mal so zu sagen. Gehen wir jetzt erstmal zu den Zähnen. Da habe ich hier eine Zahncreme und zwar von Happy Brush Super Coco. Puh, also an den Geschmack musste ich mich erstmal gewöhnen, fand ich sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich Kokos schon, also ich esse auch mal einen Bounty oder so, mag ich wohl, ja, aber so als Zahncreme, da hast du nicht dieses Freshness-Gefühl, ne, war nicht so ganz meine Welt und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass meine Zähne dadurch so gut gepflegt werden und gereinigt werden, würde ich auf jeden Fall nicht nachkaufen und nicht empfehlen, einfach so aus persönlicher Erfahrung. Ich kann nicht mehr reden, aber wir sind gleich fertig. Gleich. Das hier ist meine Lieblingszahncreme von Elmex, die Repair and Prevent. Die finde ich richtig toll. Die pflegt die Zähne. Ich habe ja auch so sehr... Ich bin ein Sensibelchen, Leute. Es ist wie das, ne? Ich habe auch sehr sensible Zähne und so. Fand ich gut. Hat mir sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gefallen und kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr auch so ein bisschen sensible Zähne, Zahnpartien und so weiter habt. Deswegen gute Geschichte. Bei der Mundpartie können wir bleiben. Da habe ich hier auch ein Tool, was ich einfach jetzt aktuell in Anwendung habe. Das ist von Glove, der Scrubex Exfoliating Accessoire for Soft and Kissable Lips. Das ist so ein Mini-Handschuh für einen Finger, so ein Fingerling quasi. Und damit kann man die Lippen peelen. Das finde ich ganz schön, das macht mir Freude tatsächlich, aber es wäre nichts, was ich mir so im Laden kaufen würde, hatte ich in der Box mit drin. Ist ein schönes Gimmick, aber nichts, wo ich sagen würde, rennt los, holt euch das. Da kann man auch genauso gut normales Lippenpeeling oder Gesichtspeeling für die Lippen einfach nehmen. Dann habe ich ein bisschen was leer gemacht von Waterdrop und da habe ich hier allerhand leer gemacht. Da habe ich zum einen Micro Tea und Micro Drinks. Einmal, das finde ich ziemlich cool. Mein Freund ist wieder da. Er wollte gerade reinkommen. Nein. Ich mache hier einen No-Cut. Waterdrop Micro Tea Mellow Mint. Was ich so cool finde an diesen Micro Tea Viechern ist, du machst es ja in heißes Wasser rein und wenn dann der Drop nach oben kommt, dann ist er wie so eine Blüte und geht so auf. Fancy, Leute, ich sag euch das. Ich habe sehr, sehr viel davon getrunken tatsächlich. In fast jedem Video seht ihr mich Waterdrop trinken. Heute ja auch schon wieder. Claudi 5, 5 Euro Rabatt. Ab 25 Euro Mindestbestellwert. Weiß Bescheid. Mag ich einfach. Was war das? Es animiert mich halt einfach, mehr Wasser zu trinken.
Ne? Es gibt halt wirklich viel. Das ist einfach auch für die Gemütlichkeit mit dem ja, Micro Tea, also dass du es warm trinken kannst. White Blossom hat mir vom Geschmack her nicht ganz so gut gefallen. Das war auch so das hier, Micro. Der war mit Melisse, Zitronen, Verbene und Apfel. Den fand ich lecker. Der hier ist mit weißem Tee, Heidelbeere und Lindenblüte. White Blossom, den mochte ich nicht so gerne, muss ich gestehen. Das Einzige, und das hat auch meine Schwiegermama in Spe gesagt, als sie die Dinger gestern in der Hand hatte, als sie kurz auf meinem Geburtstag da war, war Verpackung super, Idee super, aber hier sind die Produkte ja einzeln in Plastik eingepackt. Noch geiler wäre es, wenn die irgendwie in einem anderen Umverpackungsgedöns wären. Ne? Ich weiß es nicht, ich bin nicht für die Produktentwicklung zuständig. Ich teste nur das Produkt an sich und muss sagen, dass mir die Geschmackssorte nicht so gut gefallen hat. Dieser Micro Drink Love hat mir sehr gut gefallen. Der ist mit Granatapfel, Goji-Beere und Shisandra, keine Ahnung. Ich fand es einfach schön fruchtig. Das hat mir gut gefallen. Defense mochte ich vom Geschmack her nicht ganz so gerne. Der war mir zu säuerlich herb. Ich weiß es nicht. Cranberry, Hagebutte und Moringa. Ne? Ja, fand ich okay, aber nicht mein Favorite. Shiro habe ich hart gefeiert, weil das ist ein Micro Drink mit Koffein drin. Kirschblüte ist natürlich wieder voll mein Ding. Malve und Ginseng. Und wie gesagt, hier hast du Vitamin C, Panthenolsäure, Niacin und irgendwie halt auch einfach Koffein oder so drin. Ich weiß nicht, wie viel Koffein hier. 60 Milligramm natürliches Koffein ist da mit drin. Mega geil, den kann ich empfehlen. Das ist der fast neueste. Es gibt noch eine weitere neuere Sorte. Die stelle ich euch bald mal vor. Habe ich gestern das PR-Paket passend zu meinem Geburtstag bekommen. Ziemlich cool, ne? Ja, aber Shiro ist somit mein Liebling. Shiro und Love, die mag ich sehr gerne. Wir sind jetzt bei der inneren Schönheit, also mache ich jetzt mal weiter mit Nahrungsergänzungsmitteln. Verwende ich nicht so ultra viel, aber das ein oder andere verwende ich schon. Das möchte ich euch trotzdem auch zeigen. Sanotact, Bierhefe-Tabletten, gut für Haut, Haare, Nägel. Wurde von Oma empfohlen und ist immer noch eine sehr aktuelle Geschichte. Ist natürlich, ist nur in ein Inhaltsstoff und deswegen feiere ich das hart. Ich kann mich halt drauf verlassen, dass es gut für mich ist. Das weiß ich einfach. Da ist mit Biotin-Kram drin, von Natur aus mit 6 B-Vitamin läuft, ne? Ja, finde ich klasse. Dann habe ich hier etwas verwendet, das war in der Yoga-Junkies-Box mit drin. Sleep, schneller einschlafen mit Melatonin. Da ist das Geile, da sind halt so einzelne Sachets mit drin gewesen. Ein paar habe ich auch noch in meinem Nachtschränkchen, 7 Stück genau. Das löst sich halt 1A auch in stillem Wasser auf und ich habe immer stilles Wasser am Bett stehen. Und wenn ich dann halt nicht einschlafen konnte, habe ich das einfach in mein stilles Wasser gegeben, was da war, habe das getrunken und ich weiß nicht, ob das der Qualitätsvermutungseffekt war, aber ich bin sehr, sehr schnell danach dann wirklich eingeschlafen. Also immer so in den Nächten, wo ich mich von links nach rechts wälze und dann um 2 Uhr das letzte Mal auf den Wecker gucke und mir denke, scheiße, du musst in 4 Stunden aufstehen oder in 5, uncool, gönne ich mir das. Das ist wirklich wichtig. Ja, ein Produkt, was schwierig, aber gleichzeitig geil ist, Haarvitamine. Haarvitamine habe ich immer mal wieder in Boxen drin. Würde ich niemals auf die Idee kommen, mir selber zu kaufen. Wenn ich das in Boxen drin habe, nehme ich das zu mir, weil ich weiß, das Zeug wirkt bei mir. Problem ist, dass es aber bei allen Haaren wirkt. Und da ist es bei mir persönlich vollkommen egal, von welcher Marke ich das nehme. Sie wirken alle bombastisch. Und zwar Kopfhaare natürlich, wundervoll, läuft, aber auch Achselhaare, Beinhaare und untenrum Haare. Ihr wisst Bescheid, ne? Ganz genau. Und hier, da geht die Party auch ab. Egal, der wird epiliert, wie ein Weltmeister. Hier habe ich jetzt von Hairlust die Hair Growth Formula, 45 kaubare Gummis, zuckerfrei, bla bla bla, zu mir genommen. Das war auch in irgendeiner Box mit drin, habe ich dann dementsprechend gegessen. 3 Stück durfte man da, glaube ich, am Tag von essen. Und ja, das hat halt auch Inhaltsstoffe, die in Ordnung sind, soweit ich das erkennen kann. Und das soll halt auch für die Kopfhaut sehr gut sein. Das kann ich jetzt so nicht hundertprozentig unterschreiben, weil mein Kram ist aber auch organisch bedingt. Also das habe ich mittlerweile testen lassen durch ein großes Blutbild. Und ja, da muss ich halt jetzt einfach mal andere Sachen für nehmen. Da werden solche Sachen mir leider nicht helfen. Aber hier hast du auch ordentlich viele Vitamine drin. Natürlich hast du hier auch irgendwelche Süßungsmittel und Rambampa mit dabei. Aber ne, es hat halt seinen Zweck erfüllt. Ja, wir waren eigentlich eben schon bei Zähnen oder beim Mund. Da gehe ich jetzt nochmal kurz hin. Habe ich mir letztens gekauft von Tepe. That's good. Das ist so ein Zungenreiniger. Ne?
Den verwende ich jetzt auch wöchentlich, täglich fast. Wöchentlich, täglich, was ist das für eine Bezeichnung? Häufig, weil ich sehr viel Kaffee trinke und dann habe ich so eine Pelzzunge. Und ja, effektives Teil, Leute, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist für meine Mumu gewesen, beziehungsweise für meine untere Wohlfühl-Atmosphäre. Yes or Nature, das sind die Ultrabinden, die fand ich ganz gut, die haben nicht gefusselt oder so, die haben aufgesaugt und so, weil manchmal habe ich einfach keine Lust, irgendwelche Tampons zu verwenden. Gerade wenn ich im Homeoffice bin, mache ich mir keinen Tampon rein. Dann nehme ich entweder meine Menstruationstasse und oder meine Binden dazu. Das gefällt mir einfach besser, ne? Ich muss da nicht immer irgendwas reinbrockeln. Dann habe ich hier wieder Slip-Einlagen leer gemacht. Ich habe versucht, von Slip-Einlagen wegzukommen. Hat nicht funktioniert, macht einfach kein schönes Gefühl für mich und ich fühle mich unwohl. Und Leute, wenn ihr 20 Jahre die Teile genommen habt, dann kommt man da auch schlecht von weg. Es ist fast wie eine Sucht, ne? Das ist furchtbar. Yes or Nature, Slip-Einlagen Natur, die haben mir gut gefallen. Die finde ich auch klasse, die würde ich auch nachkaufen und empfehlen. Etwas, was ich nicht so gut fand, weil die echt gefusselt haben. Also ich hatte wirklich überall Fussel von den Dingern. Facelso Free, Slip-Einlagen normal, Oberfläche aus 100% Bio-Baumwolle. Ja, aber diese 100% Bio-Baumwolle war ja auch in jeder Ritze und Spalte nachher vertreten. Mochte ich nicht so gerne. Nee, würde ich mir nicht nachkaufen. Dann kommen wir zu einem Deep Sleep Pillow Mist und zwar von Ritual of Ying, natürlich, ne, weil da habe ich ja gefühlt die ganze Box einmal leer gefegt. Das fand ich schön. Habe ich auch nochmal in groß da und das gebe ich mir super gerne einfach auf unser Bett drüber und dann hat man so einen Hauch von mega schöner Wohlfühlatmosphäre. Ich mag den Duft witzigerweise. Das gefällt meinem Freund auf dem Kissen und auf dem Bett. Wenn ich das aber unter der Dusche anwende, ist es ihm zu intensiv. Das muss man mal verstehen, ne? Ich verstehe es nicht. Weil das ist halt auch mit diesem Sacred Wood und Lavender. Genauso wie dieses Duschöl war. Muss ich mal nachfragen, was da nicht richtig bei ihm läuft? Verrückt. Ich habe sehr viel für Romantik gesorgt bei uns zu Hause. Ich hatte mal von einer lieben Zuschauerin oder von in einer Zuschauerpost von einer Gruppe von Zuschauerinnen von Party Light diese Kerzen mit drin gehabt. Glaube ich auf jeden Fall. Ne? Ja, das war so eine Dreierbox und zwei davon habe ich jetzt leer gemacht. Ja, ich weiß gar nicht. Das hier ist mit Macaron Citron, also Makarone und Zitrone. Also die sind super ausgebrannt, wenn man das so sieht. Ne? Also da ist nicht viel Rest mit drin, aber die haben halt super krass gerußt. Ich habe mich echt gefragt, was da los ist. Gerade die hier, die ist so dermaßen steil gegangen. Das war krass, oder? Richtig krass. Und die haben richtig Puff gemacht. Man sieht hier auch noch bei dem hier vor allem diese Rückstände von dem Docht, der ist nahezu explodiert. Wahnsinn. Nee, aber die waren halt schön. Und das hier war die Duftrichtung Marshmallow und Pfefferminze. Also geile, gegensätzliche, süßlich, aber gleichzeitig frische Düfte, die ich schön fand im Raum, die auch nicht zu intensiv waren. Die hatten so einen leichten, subtilen Unterton bei uns in dem Wohnzimmer. Und die haben halt schön gerochen. Hat mir gefallen. Theoretisch, ne? Wisst ihr Bescheid? Gläser kann man weiterverwenden. Ich lasse sie recyceln und führe sie wieder, jetzt habe ich sie dreckig gemacht, in den Recyclingprozess generell mit rein, weil ich habe genug Gläser hier, Leute. Dann habe ich hier, die war in meinem Adventskalender mal mit drin, den ich glaube, von Imako geschickt bekommen habe. Das ist eine Kerze Le Comptoir de la Bougie Instant Sucré, glaube ich, Kerze. Die fand ich auch ganz cool. Die war auch nicht zu intensiv, die ist schön ausgebrannt, ne? Also da auch wirklich nur so ein Rand zurückgeblieben. Und die war halt leicht herber männlicher, aber sehr angenehm. Ich mochte die. Doch, mein Freund hat sich auch nicht beschwert, also muss es wohl gut gewesen sein. Bei diesem Raumvieh, da haben wir bei uns im Badezimmer ja so einen Spender und da mache ich die dann immer rein und dann macht er automatisch immer pfft. Und dann stinkert das nicht im Badezimmer. Man hat immer einen schönen Duft im Badezimmer. Das hier hatten wir jetzt drin. Meistens ist es, dass wir einen so ein Ding im Monat leer machen. Ja, deswegen seht ihr meistens auch einen im Monat. Also eben aufgebraucht. Himmlische Vanillesterne. War jetzt nicht so der perfekte Duft. Mein Freund fand den furchtbar. Ja, ich fand den okay. Ich mochte das. Und wenn man dann da so sich Zähne geputzt hat und es einmal pfft gemacht hat und dann quasi beim Zähneputzen hast du diesen Vanillesternduft. Ich mochte das gerne, aber ich bin ja auch voll der Fan von süßen Düften. Mein Freund ist da nicht so von begeistert. Wir bleiben mal kurz im Badezimmer. Das finden wir total klasse. Das ist unser Badreiniger. Ja, von Büff.
war total kraftvoll gegen Kalk und Verschmutzung für alle Oberflächen. Finde ich wirklich geil. Also der macht halt wirklich alles richtig gut sauber. Das ist so unser Lieblingsding. Der hat einen schönen Griff, der macht schön Puff. Und ja, also ich habe jetzt einige da, das sind so Drops, die man auch bei hier Denk mit und bei hier Everdrop und so kaufen kann und so. So viel so. Die benutzen wir jetzt und brauchen wir auch entsprechend auf. Aber wenn wir es halt mal hardcore brauchen, dann ist so ein Ding auf jeden Fall angebracht. Dann habe ich hier noch ein ganz kleines bisschen, das sind nur noch drei Produkte, von Denk mit, die Allzweckücher feucht. Die finde ich klasse, das sind halt die ganz klassischen. Brauchen wir ab und an mal einfach so für zwischendurch. Oder wenn ich hier mal, wie jetzt gerade, eine kleine Explosion verursacht habe und mein Tisch aussieht wie Sau, ist das immer eine ganz schöne Geschichte. Ansonsten, wenn wir irgendwelche Flecken auf den Fliesen haben, die man eben schnell wegmachen möchte, bevor der Besuch kommt oder bevor man, keine Ahnung, wenn man es einfach kurz mal schön haben möchte oder wenn man über den Draußentisch drüber wischt und dort die ganzen Pollen wegmachen möchte und was nicht alle. Und ne, mag ich das einfach gerne verwenden. Mein Freund halt auch. Hey, guck mal. Hier habe ich mir noch was draufgeschrieben. Mega Empfehlung übrigens. Ich habe tatsächlich da was draufgeschrieben. Läuft. Und davon gibt es natürlich auch immer mal wieder limitierte Editionen und das auch hier mit Wassermelone fand ich extrem gut. Ich muss gestehen, dass mein Freund die mehr verwendet als ich, ne? Also ich habe auch letztens dieses Ding bei ihm im Nachtschrank gefunden, weil er stellt sich meistens einen Kakao in sein Bett und das ist schon so häufig umgefallen, dass er schon dazu übergegangen ist, sich Feuchttücher in sein Bett zu stellen. Ich habe mich kaputt gelacht. Aber gut, ja. Hat er auf jeden Fall aufgebraucht und seine Kakaoflecken damit weggemacht. Ich meine, das ist ja auch verständlich. Wir haben bei uns im Schlafzimmer so ein Kork-Vinyl oder so ist es, so ein Ding. Also quasi so ein Vinylboden und darunter ist halt Kork. Und wenn dann Flüssigkeit halt runterfließt, dann quillt das auf und dann ist der ganze Boden hin. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man sich sowas halt dann auch dahinstellt für mal eben schnell. Und mein Freund ist mindestens genauso tollpatschig wie ich, auch wenn es niemals zugeben würde. Genau. So, last but not least, die möchte ich euch empfehlen, weil die habe ich auf Empfehlung von Schickimicki gekauft, wie Leder, Aktivfaser, Allzwecktücher, da sind zwei Stück drin, habe ich mir bei Amazon bestellt, finde ich richtig geil. Also das sind halt so tolle Tücher, damit habe ich jetzt schon den Herd sauber gemacht, streifenfrei. Da brauchte ich nur bei groben Verschmutzungen und bei richtig fettigen Geschichten noch einen Reiniger mit dazu. Und sonst für alle möglichen Oberflächen super geeignet. Das ist echt, das sind schöne Reinigungstücher und das war's jetzt auch. Ich hoffe, euch hat mein aufgebraucht Video gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz toll, ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!